Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Hier geht's weiter mit Phoenix Point. Wir haben die vierte Initiation beendet, sind bei den Jüngern von Anu aufgestiegen, über 50%. Wohlwollend sind sie uns gegenüber. Sie haben uns einiges an Forschung gegeben, unterschiedlichste Geschichten, wie zum Beispiel die Entwicklung eines neuen Luftschiffes, neuer Ausrüstung etc. etc. Und jetzt können wir eine ganze Menge mehr machen. Wir haben in der letzten Runde auch unser zweites Flugzeug fertiggestellt. Ich möchte jetzt noch einmal gucken, wie das neue hier ist, das andere Flugzeug, auf das wir vielleicht hätten warten können. Denn das hat eine Kapazität von 8. Ist genauso teuer. Geschwindigkeit ist relativ langsam zwar, aber hat eine Reichweite von 4000, also auch nochmal deutlich mehr. Haltbarkeit 150, was auch immer das ist. Aber das wäre auch ein schönes Fluggerät. Aber wir können auch noch zusätzliche Ausrüstung und so weiter bauen. Wir haben in der letzten Runde ein bisschen Ausrüstung zwar gebaut, letzte oder vorletzte Runde, aber was wir auf jeden Fall brauchen, sind ein paar Pistolen. Wir bauen hier jetzt noch einen neuen Neuraser, die lähmende Nahkampfwaffe, um so ein Viech zu fangen und einiges an Odin-Granaten. Was ich gerne machen möchte, ist zum einen, wir können etwas Neues bauen in unseren Basen. Und zwar ein Mutationslabor. Ermöglicht es, Soldaten mutieren zu lassen und produziert Mutagene, das Rohmaterial für Mutationen. Das sollten wir bauen. Und da wir in unserer Basis Phoenix Point, da haben wir die Sicherheitsverwahrung jetzt auch gebaut, die ist auch fertig, die ist schon eine Weile fertig, glaube ich, aber trotzdem. Wir haben hier keinen Strom mehr. Also wir könnten irgendwas abschalten, aber das soll schon alles weiterlaufen. Deswegen werden wir das jetzt hier bauen, da haben wir noch 5 zumindest und hier hätten wir auch Platz für einen zweiten Stromgenerator. Deswegen baue ich jetzt hier, denn das können wir uns auch leisten, ein Mutationslabor. Wir haben Stromgenerator, Nahrungsräume, wir haben Trainingseinrichtungen. Mal ganz kurz gucken, was wir hier nicht haben. Eine zweite Satellitenverbindung wäre auch nicht schlecht zu haben. Stromgenerator, Lager. Müssen wir vielleicht mal gucken, wie viel Lagerraum wir haben. Achso, es steht hier oben. 117 von 200 benutzen wir. Trainingseinrichtungen haben wir hier. Eine Krankenstation haben wir hier nicht, richtig? Nee. Die brauchen wir natürlich auch, wenn wir hier Leute abstellen wollen. Wie teuer ist die Frage. Das wird aufgebaut. 4 Tage das, danach 3 Tage das und wir haben dann fast auch alles strommäßig verbraucht. So, jetzt gucken wir kurz ins Personal, die jetzt hier noch im Manticore sind. Die sollten eigentlich relativ, obwohl Charles hat ziemlich was abgekriegt. So, da keine Krankenstation ist, müssen wir doch noch einmal zurück, leider. Crew von Phoenix Point ist ausgeruht und geheilt. Der Neuraser ist fertig. Die Zuflucht Anarchistan wird angegriffen von den Pandoranern. Das ist am anderen Ende der Welt. Ah, das ist natürlich jetzt ungünstig, bis wir da sind. Ich meine, wir müssen hier sowieso auch den Gefangenen des Eises nochmal machen, aber das ist sehr weit weg. Haben wir die Reichweite überhaupt? Wenn der jetzt Reichweite des Manticore, bisher habe ich noch gar nicht geschnallt, dass der überhaupt eine bestimmte Reichweite braucht hier. Wir fliegen nochmal ganz kurz zurück, bis wir da sind. Stopp. Also. Wir haben ja genug Leute. Wir haben auch noch das Fahrzeug und so weiter. Ich weiß bloß nicht, ob wir da hinkommen komplett. Machen wir erstmal ein paar Stufenaufstiege. So, Austin Hammerhead hat Stufe 2 erreicht. Kann den Sprint machen, das macht er auf jeden Fall. Alle Attacken verursachen einen Virusschaden. Genauigkeitsbonus ist auch gut. Aber der kriegt jetzt erstmal, wie alle anderen auch, hier
seine Geschwindigkeits- und Stärkepunkte. Gut. Das war's. Jamie Pewbacca ist in die andere Station transferiert worden und hat irgendwie alle seine Waffen hier nicht. Die Waffen scheinen... Da ist der Koffer in die falsche Abteilung gegangen. Der Koffer ist wahrscheinlich zu uns hier gekommen, zu Phoenix Point, und er ist in die andere Richtung gefahren. Oder es gibt da kein Lager und deswegen geht das nicht. Das kann natürlich auch sein, fällt mir gerade ein. Ist das so? Warte mal, gibt es hier Lagerräume? Hier ist ein Lager. Aha, ist das tatsächlich so? Da müssen wir natürlich auch noch ein Lager bauen. Kostet nochmal 200. Dann haben wir gar keine Materialien mehr. Okay, das warten wir nochmal kurz ab. Ja, dann erstmal ganz simpel, die alle wieder raus. Müssen wir da jetzt hinfliegen nach Südamerika? Seraph könnte sich vielleicht kurz heilen, weil den können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Das gleiche gilt für ihn hier. Mit seinem Flammenwerfer. Der muss heilen, der bleibt hier. Zachary... Ja, muss ich nicht unbedingt dabei haben, ehrlich gesagt. Damit hätten wir bisher zwei im Flugzeug. Und dann kommt entweder Max mit oder... Naja, Todd kann auf jeden Fall auch. Warte mal, nochmal einmal. Max hat jetzt ja seine, der hat seine Schrotflinte, der hat halt den Neuraser dabei. Also, nehmen wir mal an, Max kommt mit. Dann hätten wir drei. Marius muss mal kurz hier aufladen. Was haben wir denn hier noch? Raketenwerfermunition. Ach, für das Ding. Kann das eigentlich überall dran gebaut werden? Nee. Das bitte einmal aufladen hier. Und den auch nochmal aufladen. Das haben wir nämlich auch ja gebaut. Sehr gut. So, dann kommst du mit, denn du hast die Granate ja auch dabei. Das ist Nummer 4. Jeremy kommt mit, das ist die Nummer 5. Und dann haben wir noch Anna und Jamie the Gym und noch ein paar tolle Leute. Ach, wir haben so viele Leute. Ihn haben wir auch noch dabei. Genau. Er könnte jetzt natürlich mit dem Virusgewehr auch nochmal den zweiten Neuraser jetzt mitnehmen. Jetzt muss ich gleich wirklich nochmal durchgucken. Wenn wir das jetzt machen würden und ihn mitnehmen hier, wo ist er denn jetzt wieder? Da. Dann ist der Manticore 1 voll. Die sind krank hier. Also, wir hätten dann, das mit dem Mausrad funktioniert ja auch nicht richtig. Der muss 2 Stunden noch heilen, aber wir hätten... Einmal Laser, zweimal Laser, einmal Scharfschütze, einmal Heavy, allerdings Heavy mit Flammenwerfer und ihn. Das wäre einmal Nahkampf, wieso funktioniert denn das hier nicht mit dem Mausrad? Einmal Nahkampf, Fern, Nah, zwei Nah, drei Nah, ein Fern, drei Nah, zwei Fern, drei Nah, drei Fern. Und er hat aber Raketen mit dabei. Zwei eigentlich nur. Oder kann er vielleicht... Obwohl, nee, das ist, der ist jetzt schon zu schwer ausgerüstet, sehe ich gerade. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Dann kriegst du doch mal... Damit kann man besser, ne? Gewicht, das getragen werden kann. 10, das kriegst du einfach jetzt von uns geschenkt hier. Dann kannst du das tragen. Das ist doch nicht schlecht. Okay, also ich meine, Jamie, Anna Dragon und Jamie und so, die sind natürlich auch alle cool und Anna ist auch noch unsere Heilerin hier, aber vielleicht bringen wir die, sobald die bereit sind, beziehungsweise die meisten sind ja schon bereit. So, wenn die alle, lassen wir mal das so und jetzt könnten wir Anna in den Manticore 2 stecken. Jamie, the Jim Lucky, kommt auch da rein. Die heilen sich so ein bisschen aus jetzt hier noch. Und dann geht das weiter. So, wir nehmen jetzt Manticore 1. Welcher ist das? Der. Das ist 2, das ist 1. Steht hier relativ klein drin. Ach nee, der muss sich noch ein bisschen heilen. Okay, wir müssen kurz warten. Das war's jetzt, oder?
Ah, da kann man auch direkt reingehen. Interessant. Ja, aber ich möchte... Das, was ich sehen wollte, sieht man nicht. Ach, er braucht noch eine Runde, bis er... So. Crew von Manticore 1 ist ausgeruht und geheilt. So, wie kommen wir denn da jetzt hin? Ah, ich glaube, das ist das Problem, ne? Komm, können wir uns dahin bewegen? Nein. Also, um dahin zu kommen, wir brauchen sozusagen immer in Entfernung von 2000 Kilometer eine weitere Basis. Wir kommen da gar nicht hin. Okay, dann ist die Priorität jetzt auf jeden Fall hier Richtung Australien weiterzugehen, diese Sachen zu erkunden. Denn das Einzige, wie wir darüber kommen, wie kommen wir denn überhaupt auf den amerikanischen Kontinent und nicht darüber? Ah, hier oben rum. Da dürften wir hinkommen, oder? Hm, scheinbar nicht. Dann müssen wir hier oben nochmal einen Scan losschicken. Na gut, leichte Planänderung. Aber wir müssen zumindest die Reichweite haben. Die ersten Odin-Granaten sind abgeschlossen. Noch eine, wir erkunden mal hier. Das Gauss-Scharfschützengewehr können wir bauen. Für Jeremy dann letzten Endes. Wir lassen erstmal noch die Odin-Granaten. Hier wird die Mutagenernte erforscht. Ja, und das Ding, das wird halt schwierig, ne? Ja, dies ist schon komplett eingenommen. Da kommen wir nicht mehr hin. In der entsprechenden Zeit. Hier ist los Energie. Und wo das Bollwerk ist, wissen wir nicht. Ah, hier könnte man auch rüberkommen. Vielleicht müssten wir auch hier nochmal. Das ist... Oder hier. Na gut. Das Ding werden wir nicht retten können. Aber irgendwas passiert. Der Falke hört den Falkner nicht. Wir haben mehrere Berichte über Vogelschwärme erhalten, die in seltsamen, sich wiederholenden Spiralmustern fliegen. Sie fliegen so lange weiter, bis sie an Erschöpfung oder Hunger sterben. Leider konnten wir keine Exemplare für die Forschung finden. Insofern wissen wir nicht, ob dieses anormale Verhalten vom Pandora-Virus verursacht wurde oder nicht. Verstanden und mit Sicherheit wurde das davon verursacht, würde ich schätzen. Eine Zuflucht von New Jericho haben wir gefunden. Wir können Nahrung und Materialien einhandeln, allerdings für Tech, das wollen wir bestimmt nicht machen. Dann würde ich sagen, ist der Scan hier eigentlich noch am Laufen oder ist er durch? Ah, hier sind doch einiges noch an Fragezeichen hier im südlichen Sahara-Bereich. Na gut, wie ist das Personal? Ist das fertig? Also sind die ausgeruht hier, die Jungs? Dann fliegen wir vielleicht. Das ist die... In der Zweiergruppe. Er könnte... Charles braucht noch 16 Stunden. Ja, ohne Charles ist mir das zu schwach, glaube ich. Aber die Manticore 2 könnte mal ihn hier abholen. Ah, nee, halt, Moment. Das heißt nicht, dass der andere nichts machen soll. Lass mich erst meine Befehle komplett erteilen, bitte. So, und die 1 fliegt mal hier rüber. So. Du kannst ihn, den Austin Hammerhead, oder? Ach, er hat jetzt, hat er was, oder? Oder war das, nee, er war es. Du kannst mal in den Manticore 2 einsteigen. Und jetzt kannst du wieder zurückfliegen. Okay, jetzt geht's hier rund. Jetzt werden hier Zufluchten angegriffen und natürlich werden die alle in Amerika angegriffen. Wir müssen hier eine Überfahrt in irgendeiner Form ermöglichen. Der ist angekommen. Wie sieht es hier aus mit dem Personal? 8 Stunden noch. Okay, heute Nachmittag irgendwann. Nee, nicht du jetzt. Du bitte sollst hier einfach weiter erkunden. Der Scan ist abgeschlossen. Das ist erstmal gut. Noch eine neue Jericho-Einrichtung hier.
könnten wir Materialien eintauschen. Momentan haben wir auch sehr wenig, muss man sagen. Wir könnten auch hier einen Scan loslassen, aber das machen wir mal hier, wa? Oder hier. Wie kommen wir darüber? Verdammte Axt. Okay. Machen wir das hier oben. Okay, in der Zwischenzeit fliegen wir jetzt zu den nächsten hierhin. Die 8 Stunden dürften eigentlich vorbei sein. Crew Phoenix Point ist ausgeruht. Das heißt, Charles ist wieder bereit. Dann kommst du jetzt auch auf den Manticore 2. Wir hätten natürlich auch echt noch das Fahrzeug, ne? Muss man immer mit bedenken. Und dann entweder Rahim. Nehmen wir dich mal mit. Und außerdem Austin. Dem wir schon mal. Nee, dem können wir keine Pistole geben. Austin auf die 2. Und Zachary. Tja. Mit seiner Spinnenpistole. Oh, das springt immer zurück. Du könntest... Ach, die 2 ist auch schon voll. Dann hätten wir jetzt in der 2 Anna Dragon, den Heavy, Jamie Pewbacca ohne irgendwas in der Hand. Warum denn eigentlich? Du bräuchtest ein Virusgewehr. Warum hast du denn das nicht mitgebracht, mein Guter? Na, dann bleib erstmal hier und trainiere vor dich hin, Jamie. Ich weiß, ich verstehe nicht, warum du... Wir haben dich mit Gewehr gekauft. Ich bin mir sicher. Dann kommt Zachary mit. Also, einmal der Heavy, Anna, Charles, ein Nahkämpfer, Austin Hammerhead nochmal und hier die, die Armbrust. Heißt das eigentlich... Kann man hier schneller durchgehen? Genau. Wo haben wir jetzt unsere beiden Neuracer? All in Salty Dog hat einen. Der ist auf der 1, wenn ich mich richtig entsinne. Und Max Killington hat einen. Der ist auch auf der 1, richtig? Max Killington und Salty Dog, genau. Also, zum Einfangen brauchen wir Manticore 1. Okay, das ist die 1, die geht da rüber. Und die 2... kann jetzt ausgerüstet mit 6 Leuten hier runterfliegen. Beziehungsweise eben, wir müssen den Weg hier oben lang gehen. Wo wollen wir hier erforschen? Hier vielleicht. Vielleicht haben wir dann da was und kommen darüber. Oder können wir uns dahin bewegen? Nein. Machen wir da einen Scan. Haven destroyed. Haven destroyed. Also... Die Pandorana machen hier einiges zunichte. Der Scan hier oben läuft ja noch eine Weile. Das heißt, wir müssten uns auch damit auseinandersetzen, möglichst bald noch ein zweites Satellitensystem zu bauen. Sonst kommen wir zu nichts und wir brauchen Beutezug oder irgendwas. Jetzt, das war, glaube ich, Manticore 2 erstmal auf der anderen Seite. Wer wir waren... Amadioha haben wir besucht. Ich glaube, das ist das Ding jetzt da in Skandinavien irgendwo. Die Menschen von Amadioha scheinen uns überwiegend wohlgesinnt zu sein. Ein Mann besteht jedoch darauf, dass erst eine philosophische Frage geklärt werden müsse, bevor diplomatische Beziehungen aufgenommen werden könnten. War das Phoenix-Projekt ein verlängerter Arm des Vorkriegsbürgertums? Gott, da fragt er uns was. Nein, ja, aber das spielt keine Rolle. Ja, und wir sind stolz drauf. Die alte Welt war ein Sündenpfuhl. Des Vorkriegsbürgertums. Eine philosophische Frage. Das klingt ja ein bisschen so, als ob die auch zum Bürgertum gehören.
Ja, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Alle von Regierungen geschaffenen Vorkriegsinstitutionen waren streng genommen ein Arm des Bürgertums. Aber was soll's? Liegt nicht der Sinn von Synedrions Ideologie darin, dass es auch viel Gutes in der alten Welt gab und dass diese guten Dinge es wert sind, dass man an ihnen festhält? Ansonsten würde dieser Vorwurf verdächtig nach Sündhaftigkeit klingen. Na gut, wenn du meinst. Haltung, der Anführer der Zuflucht plus 15%, Synedrions Haltung plus 4%. So, wir können jetzt natürlich keinen Gebietsscan hier losschicken. Das heißt, die ist jetzt da stationiert. Und wir machen erstmal hier weiter. Mit der Manticore 1, die hier weiter erkundet. Die 2 bleibt da oben. Ladland, Erkundungsstätte. Unsere Soldaten haben einen Themenpark entdeckt, der den lukrative Lads gewidmet ist. Lucrative Lads. Einer Boyband aus jungen Hedgefondsmanagern, die mit ihrer Single Golden Gecko großen Erfolg hatten, bevor sie spektakulär abstürzten, als ihr zweites Album nicht mehr als 100 Mal verkauft wurde. Es ist eine gute Geschichte. Der Park war, wie die Band selbst, ursprünglich ironisch gemeint. Er ist ungewöhnlich gut erhalten. Rupert Classy Lad Kane, früher Teil der Band, arbeitet heute als Analyst für Neu-Jericho. In einer dringenden Nachricht bittet er uns, den Park zu zerstören und niemandem davon mitzuteilen. Mr. West weiß nichts über meine Geschichte mit der Band, sagt er, und ich weiß nicht, was er tun würde, wenn er herausfinden würde, dass ich Teil von so etwas, von etwas so Frivolem war. Wir können jetzt diese Informationen mitteilen, dann wird er wahrscheinlich irgendwie hingerichtet oder sonst was. Nehmt den Park für Material auseinander oder ihn in Brand stecken. Ja, den nehmen wir auseinander für Material. Die Hälfte des Parks scheint aus Sperrholz zu bestehen, aber es gibt zumindest ein paar Teile, die wir wiederverwenden können. Materialien plus 300. Erstmal gut. So, weiter nach Süden. Was sagt der Scan? Das dauert eine Weile. Haben wir die Möglichkeit mit dem bisschen, was wir da haben? Wir haben wirklich nicht mehr so viel Strom. Und hier würde es jetzt. Ha, das wird jetzt gleichzeitig gebaut hier. Interessant. Wir hätten den Platz für eine zweite Strom. Wir brauchen aber noch nicht neuen Strom für. Das bauen wir jetzt noch. Eine Satellitenverbindung wird ja auch gebaut. 4 Tage braucht das allerdings. Auf einmal habe ich wieder das Gefühl, dass wir uns beeilen müssen. Ich weiß gar nicht warum. Research complete. So, Forschung abgeschlossen, die Mutagenernte. Wir fanden heraus, dass bestimmte Gewebeproben ihre Fähigkeit zur Mutation beibehalten haben. Diese Entdeckung wurde gemacht, als einem Testobjekt versehentlich eine mutierte Probe injiziert wurde. Der Fehler wurde zu spät erkannt, aber die Wissenschaftler, die das Ergebnis beobachteten, fanden heraus, dass Pandoraner über eine Reihe von Zellen mit einzigartigen Eigenschaften verfügen, die von der ursprünglichen Pandora-Virusinfektion abgeleitet sind. Es waren dieselben Zellen, die die Jünger von Anu in ihren Ritualen verwenden, um durch Mutation der Erhabenen näher zu kommen. Seit der Entdeckung wurde der Prozess verfeinert, sodass 70% der Mutagene einer Kreatur während eines Laborverfahrens extrahiert werden konnten. Damit die Ernte erfolgreich ist, muss das Exemplar während des Vorgangs am Leben sein. Mutagene können aus den gefangenen genommenen Pandoranern in der Eindämmungsanlage gewonnen werden. Alles klar. Do Und you jetzt really kommt think the noch was answers von we Tobias need as a West. species lie in Pandoran biology, in plundering the invaders for their mutagens? The disciples believe that humans need to evolve, to mutate. But don't you see the inherent misanthropy of this philosophy? Glaubt ihr wirklich, dass die Antworten, die wir als Spezies brauchen, in der Biologie der Pandoraner zu finden sind? Und darin, den Eindringlingen ihre Mutagene abzujagen? Die Jünger glauben, dass die Menschen sich entwickeln müssen, um zu mutieren. Aber seht ihr nicht die inhärente Misanthropie dieser Philosophie, die die Menschheit für das verantwortlich macht, was ihr von einem außerirdischen Aggressor angetan wurde? Die Prämisse selbst ist zutiefst unethisch. Wenn wir anfangen, uns einzureden, dass wir die Pandoraner brauchen, um besser zu werden, was unterscheidet uns dann von dem Mitläufer, der sich sagt, dass der Feind auf lange Sicht alles besser machen wird? Ja, ach. Neu-Jericho, wir versuchen ja nur mit allen Mitteln dem was entgegensetzen zu können.
Die biologischen Fehler der Menschheit zu erkennen, ist keine Misanthropie, ist mir aber eigentlich zu krass. Wir tun, was wir müssen, um am Leben zu bleiben. Das ist eigentlich richtig. Und das geht North Jericho nichts an. Was wir machen, ist eigentlich auch richtig. Aber ich sage nochmal, wir tun, was wir müssen, um am Leben zu bleiben. Minus 5. But at what cost? One could argue that the Pandora... Vielleicht, aber zu welchem Preis? Man könnte argumentieren, dass die Pandoraner selbst eine Form des Überlebens sind. Sie sind teils Mensch und sie leben. Sprich, es gibt eine biologische Kontinuität zwischen ihnen und uns. Aber enthalten sie irgendetwas von dem, was die Menschen als wertvoll erachten? Ach, Neu Jericho, ja, ihr habt ja auch recht, ne? Ein Beutezug. Tja, das werden wir tun. Gefahrenstufe Mittel, nachts und Pandoraner. Und ob wir diesmal wieder auf Sirenen treffen, who knows? Let's go. Wir sind alle bereit zum Starten. Im Idealfall, diesmal, wie gesagt, wir haben ein paar Leute dabei mit einem Neuraiser zur Betäubung. So, wir hatten natürlich immer noch keine Zeit, um uns Pistolen zu bauen und alle auszurüsten, aber das steht ganz oben auf dem Zettel. So, was gibt es denn hier? Material, 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 alles in diesem hinteren Raum, Gebäude und hier auch nochmal drei. Das war's dann. Und ja, das ist wieder der gute Bereich, in dem wahrscheinlich die Gegner auftauchen werden, zumindest haben sie das ja bisher meistens so getan. Wir könnten hier ganz oben drauf mit Jeremy, theoretisch. Kommst du da hin, Jeremy, das Auge? Du kommst da sogar hin. So, wir machen Folgendes. Erstmal geht Seraph mal ein Stück nach vorne und macht mal die Box hier auf. Let's do this. Schauen wir mal, was da drin ist. Hier hätten wir Armbrustköcher, Pistolenmagazin, Brechergeschützmagazin, Treibstoffkanister. Ja, du kannst das ja mal mitnehmen. Wisst ihr was? Ich lasse das Pistolenmagazin, Phoenix Pistolenmagazin, Cypher HG, das will ich mir mal kurz merken, bis zum Ende. Und dann will ich sehen, ob wir das automatisch kriegen. Das weiß ich nämlich eigentlich immer noch nicht. So, bisher keine Feinde gesehen. Wir wagen uns noch weiter nach vorne. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, machen wir. Hier könnten wir so richtig blöd... Wir stellen uns dahin. Okay, das ist der Heavy mit der... mit dem Flammenwerfer. Auch der geht nach vorne. Das ist der Mann mit Schrotflinte und Neuraser. Auch hier geht's nach vorne. Bei Jeremy ist jetzt die Frage, ob wir wirklich uns einfach mal hier oben hinstellen. Ob der von da aus überall hinkommt. Das probieren wir zumindest mal aus. Hier ist auch Tech übrigens, das habe ich gar nicht gesehen in diesem Ding. Er sieht allerdings nichts von da oben. Zumindest sieht es momentan so aus, als ob er nichts sieht. Schauen wir mal, wie das dann ist, wenn wir den ersten haben. So, hier ist noch jemand mit normalem Lasergewehr plus Granatwerfer. On my way. So. Und hier noch einer mit... wieder mit so einem Betäubungsding. Kommt leider nicht sehr weit. Ja, lieber auf die Seite. So. Gut. Wo seid ihr? Und von wo kommen die ganzen Granaten jetzt? Einer von da. Das war das erste Maschinenlager. Also Materialienlager, meine ich. Das war das zweite Materialienlager.
Täusche ich mich oder sind diese Maschinengewehre kräftiger als alles, was wir vorher gesehen haben? Die haben immer mehrfach gebraucht, um sowas kaputt zu kriegen. So, wo ist ein Loch? Hier ist ein Loch, da müsste man ihn durchsehen können, was auch immer da hinten steht. Außerdem hier. Problem ist natürlich tatsächlich, wenn Jeremy den von da oben nicht sieht, kann er auch nicht helfen. Wer kommt an wen ran? Erstmal die weiter unten. Ja, das klappt überhaupt nicht. Wir gehen mal dahin, wo wir vielleicht was sehen. Jetzt ist Feind gesichtet. Aber wo? Der da hinten. Ne, hier ist noch einer. Den hatten wir noch gar nicht gesehen. Was haben wir Schönes? Maschinengewehr, Granatwerfer, Spuckerkopf. So. Rückzug ist möglich. Auch ein bisschen Willenskraft minus 12 wäre das schon mal. Wenn wir ihn mit dem Virusgewehr treffen. Er blutet allerdings auch 10. So, kleine Überlegung. Wollen wir wirklich alle drei jetzt angehen? Eigentlich nicht. Wer kann wen angehen? Wenn wir es schaffen würden, 1, 2, 3 auf den zu fokussieren, dazu müsste der hier allerdings mindestens hier rumkommen. Wahrscheinlich. Probieren wir das mal. Und wir sehen nichts. Du mal auf die andere Seite. Jetzt siehst du ihn. Hier das gleiche Spiel. Und wen haben wir noch? Standing by. Den Flammenwerfer. Tja, der muss eigentlich rennen sogar. Das ist die Schrotflinte, richtig? Ja. Wir hätten wahrscheinlich mit einem von den beiden laufen sollen. All I need is a clear shot. Aber jetzt gehen wir erstmal auf den da. So, Schuss 1. Das sieht nicht so cool aus. Wir werden wahrscheinlich eine Granate abkriegen, richtig? Ich glaube schon. Targeting. Enemy hit. Okay. Wir könnten uns noch zurückziehen. Treffen kann der hier gar nichts. Er kann hier mit seiner Schrotflinte darüber schießen, aber... irgendwie gehe ich nicht davon aus, dass das was bringt. Wir gucken mal einmal, wie das aussieht, wenn wir darüber schießen. Ich würde jetzt lieber einen irgendwie... ja, das sieht super aus. Besonders mit ihm hier. Aber auch wenn er da nicht stehen würde, wäre das Schwachsinn. Das heißt... wir stellen uns hier in den Overwatch dahin. Und schauen mal, ob der noch mal wegrennt. Hier könnten wir auf den da hinten feuern. Irgendwie habe ich das Gefühl, es bringt auch nicht so richtig was. Wir würden den nur aktivieren. Wo stehen wir safe vor dem, ist die Frage noch. Oh, hier ist ja auch... das ist natürlich auch blöd, sich direkt neben die Teile zu stellen. Wen haben wir noch? So, doch. Jeremy sieht ja doch was. Der sieht sogar alles. Hervorragend. Ja.
Der ist deaktiviert, der steht ganz oben, das ist ja super. Jeremy, ja, der verblutet. Das war Teil 1. Jetzt hätten wir natürlich ganz hervorragend auch noch auf... ja, wir können den jetzt erledigen oder den da hinten aktivieren. Da weiß ich aber gar nicht, ob wir jetzt... Aber ach Gott. Das ist eh daneben, dann ist gut. So, und ihn könnten wir jetzt nochmal zurückziehen ein Stück. Aber ich weiß gar nicht, ob das klug ist. Wir können ihn dahin ziehen. Machen wir das mal. Ist er zumindest weg. Und dann schauen wir mal, ob die anderen jetzt hier drauf schießen wollen oder nicht. So, und unser Flammenwerfer. Was machen wir mit dem? Den ziehen wir mal hier rüber. Oder? Ja, die dürfen nicht alle so nah zusammenstehen. Na, der muss dann da trotzdem rum. Aber vielleicht geht es beim nächsten Mal. So, und du bleibst, du könntest dich außer Sichtweite auch stellen, theoretisch, hier so hin. Von hier sieht man ihn sogar noch. Na, dann bleib du mal da. Diese Runde schauen wir uns noch an. Da ist noch ein zweiter. Der zum Glück noch nicht ganz zerstört ist, aber echt, wir werden hier nicht viel Material mitnehmen. Das ist echt, das geht echt so fix. Was machst du kaputt? Das verstehe ich gerade gar nicht. Und ein Facehugger. Die kommen aus dem Nichts, die Scheißviecher. Der Schrotflintenangriff hat nichts gebracht. Noch ein Facehugger. Die heißen nicht Facehugger, die heißen Mindfragger. So. Na, wunderschön. Also, eins ist klar. Jeremy hat die beste Position ever. Aber man kann nicht sagen, dass wir nicht im Bedrängnis sind. Ein Facehugger hier, da hinten kommt noch ein zweiter. Hier ist alles voller Leute, da sind noch ein paar Leute. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Und zwar beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.